Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Benny. Schön, dass du da bist. Heute habe ich ein kleines Roomtour-Video für dich. Und zwar, ich würde dir alle meine Räume zeigen, in denen Pflanzen stehen. Das heißt, ich habe insgesamt drei Räume und zeige dir einfach mal so, was ich für Pflanzen habe. Ne? Normalerweise seht ihr das ja halt erst oder eher so teilweise in Videos. Und heute seht ihr das sozusagen alles auf einen Schlag. Ich habe insgesamt drei Räume. Das hier ist der Raum für die größten Pflanzen. Das heißt, ich habe hier auch so richtig schöne Sansibar-Lampen von der Decke hängen. Und die beleuchten hier sozusagen so einen großen Teil des Raumes. Das heißt, hier stehen zum Beispiel so eine Pflanzen wie diese riesige Insigne Gigante hier. Was habe ich noch? Hier steht dann zum Beispiel so eine kleine Alocasia am Boden. Das heißt, alles, was nicht mehr so wirklich in ein IKEA-Regal passt, steht dann hier einfach auf dem Boden. Das finde ich eigentlich sehr cool, denn direkt da, was ihr jetzt nicht seht, ist mein Flur. Das heißt, wenn ich die Tür aufmache, dann sehen sozusagen alle Leute, wenn ich die Tür aufmache, direkt die großen Pflanzen hier. Ist eigentlich immer ein sehr schöner Einblick. Vor allem, wenn du dann halt so ein riesiges Blatt siehst oder du hast dann da so eine schöne Thai Constellation oder so, das macht schon ein bisschen was her. Wie gesagt, drei Räume. Das hier ist der größte Raum oder der Raum für die größten Pflanzen. Ja, es wird vielleicht schon ein bisschen eng. Ne? Dann habe ich noch einen zweiten Raum, wo zum Beispiel meine Vermehrungskisten stehen in dem IKEA-Regal. Direkt daneben so ein kleines Regal, wo auch gerade aktuell ein paar Ameisen drin stehen, das werde ich dir halt auch noch zeigen. Und dann habe ich noch einen sehr kleinen Raum, da wusste ich nicht, was ich damit machen soll. Von daher habe ich dann die Idee gehabt, okay, stellst du halt einfach zwei IKEA-Regale auf die Seite und auf die Seite, so wie immer oder wie ich das zum Beispiel immer mache mit meinen Bauhauslampen. Und dann stellst du da halt einfach auch Pflanzen rein. Das ist so mein Abstellraum, oder nicht Abstellraum, ne, aber wenn ich halt irgendwann mal was umtopfe oder da sind Töpfe überfällig oder überflüssig, dann stelle ich die da halt ins Regal rein und dann, das ist es sozusagen, drei Räume. Das hier ist der größte Raum, das heißt, was sind wirklich meine größten Pflanzen? Das ist einmal der Philodendron Green Beauty hier hinten. Genau, also das hier hinten ist wirklich alles Pflanze. Woher habe ich die? Die habe ich wirklich mal aus dem Bauhaus gekauft. Das heißt, die stand da in weißen Steinen rum, völlig überwurzelt. Das heißt, der Topf war viel zu klein für die und musste dann halt erstmal einen neuen Topf für sie kaufen. Das war jetzt, glaube ich, ist jetzt schon 3 Jahre her. Und seitdem übernimmt sie die Wohnung oder den Platz. Na, guck mal. Hier, also die Blätter werden, glaube ich, mit der Zeit, glaube ich, immer kleiner. Ist natürlich klar, weil die Pflanze, glaube ich, auch schon so weit aus dem Topf rausragt. Das ist schon sehr cool. Da muss irgendwann auch noch mal ein Video kommen. Und zwar, ich muss für die unbedingten Wachstumsstab basteln. Das heißt, ich muss die Pflanze dann wieder halb aus dem Topf raus, den Stab wirklich rein und irgendwie wirklich festmachen, damit die mir gerade nach oben wechseln, was sie halt aktuell gerade macht. Denn das Licht steht halt so ein bisschen entfernt von der Pflanze und dadurch wächst sie halt so sehr schräg. Und das ist natürlich jetzt für den doch kleineren Raum, den ich hier habe, ein bisschen schlecht. Die soll halt eigentlich nach oben. Und deswegen nimmt es ja gerade so aktuell den anderen Pflanzen so ein bisschen den Platz weg. Ne? Wenn sie jetzt zum Beispiel ein bisschen gerade stehen würde, dann wäre jetzt hier schon ein bisschen mehr Platz. Genau. Mein riesiger Philodendron Green Beauty. Dann stehen hier an der Seite noch ein paar kleinere Philodendron, eine Syngonie. Sie mag den Platz überhaupt nicht, weil sie da hinten kein Licht kriegt. Das sieht man ihr auch an. Dann habe ich hier natürlich noch meine Insigne Gigante. Genau, die habe ich ja mir gerade am Anfang des Jahres, glaube ich, frisch gekauft. Sie meckert irgendwie ein bisschen rum oder sie kriegt nicht genug Nährstoffe. Deswegen hier auch diese gelben Stellen. Oder es ist halt eins der ältesten Blätter. Wie ich gesehen habe, glaube ich, irgendwo kriegt sie auch ein neues Blatt. Ja, kriegt sie. Okay, dann ist das normal. Ich habe hier insgesamt drei Thai Constellations stehen. Zwei hassen ihre Wurzeln oder das Wasser, das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Wenn ihr zum Beispiel sehen könnt, hier hinten,
Genau, hier hinten, was steht da im Weg? Du stehst da im Weg. Zum Beispiel hier hinten ist eine Thai Constellation. Genau, dann habe ich hier vorne eine kleine Syngonie. Genau, die kriegt so das Licht ab, was gerade übrig bleibt. Dann habe ich hier meine Anthurium vetchii. Da würde ich gerne eigentlich theoretisch, ich habe halt vor, alle Pflanzen, die halt wirklich Licht von der Seite brauchen, vielleicht irgendwann irgendwo in meiner Wohnung nochmal einen extra Raum oder einen extra Bereich zu machen, dass man da halt wirklich irgendwie so ein Standlicht hat und dass die Pflanzen dann halt wirklich alle das Licht von der Seite kriegen, ne? Denn die Veggie-Eye, die steht da jetzt da unten irgendwie so auf dem Boden und kriegt jetzt so das Licht ab, was jetzt da so abfällt. Das finde ich nicht schön. Das hatte ich irgendwann mal vor, aber ich weiß noch nicht so wirklich wohin, denn Platz ist irgendwie Mangelware. Genau, die Pflanze, die nicht weiß, was es ist, da hattet ihr, glaube ich, also sie wurde als was anderes verkauft, als ihr mir gesagt habt. Deswegen, ja, gucken wir mal. Dann haben wir hier natürlich noch eine riesige Deliciosa. Ich glaube, da sind insgesamt Tripse. Tripse, okay. Ein Glück habe ich ja mein kleines Mittelchen dafür. Das heißt, wenn du sehen willst, was wirklich gegen Tripse hilft, ich habe da so ein schickes Video zu gemacht. Da müsst ihr nicht lange überlegen. Da teste ich sozusagen alles das, was ich ausprobiert habe. Hier sind, glaube ich, vier Stück drin, vier Pflanzen drin. Deswegen sieht das ja auch so schön und voll aus. Ich drehe mich einmal ganz vorsichtig. Hier habe ich noch eine Thai Constellation. Die sieht noch gefährlicher aus oder die sieht nicht so gut aus als die andere. Na, also die hier, das hier alles, was jetzt gerade wackelt, ist Thai Constellation hier hinten. Da hatte ich mal den Fehler gemacht. Ich habe den Topf nicht richtig zugemacht. Oder der Topf, der hatte einen kleinen Spalt und deswegen ist Luftfeuchtigkeit entwichen und deswegen sind mir sehr viele Wurzeln eingegangen. Und deswegen sieht die Pflanze halt auch gerade so ein bisschen abgeschnitten aus, weil alles, was so braun geworden ist, ja, habe ich abgeschnitten. Eine Alokasie, eine Anthurie oder einen Hybrid. Der steht hier, der kriegt gerade auch ein neues Blatt. Der steht gerade aktuell nicht so schön, ne? Weil das halt auch wieder so eine Anthurie ist, die halt eher so ein bisschen Platz von der Seite braucht. Genau, meine Veggie-Eye kriegt gerade ein neues Blatt. Sehr schön. Meine Epipremnum pinnatum albo, genau, die müsste ich demnächst auch einpflanzen, auch eintopfen, weil ich glaube nach ein Monat, 2 Monaten oder so hat sie jetzt zum ersten Mal wieder Wurzeln oder richtige Wurzeln, dass ich sagen kann, wow, ich kann sie wirklich halt einpflanzen. Denn aktuell, genau, Platz nach oben hat sie. Ich habe da extra nochmal einen Wachstumsstab ran gemacht. Hier stehe ich gerade davor. Genau, hier hinten steht halt, glaube ich, noch eine Thai Constellation. Das ist, glaube ich, die Pflanze mit den besten Wurzeln von den drei. Wie gesagt, gleiches Licht, gleiches Wasser, zwei hassen ihr Leben und eine liebt's. Keine Ahnung. Mal ganz vorsichtig nochmal drehen. Jetzt habe ich nichts vergessen. Steht hier unten noch irgendwas? Warte. Nö. Genau, das war sozusagen der Raum. Sehr viele Pflanzen. Ich glaube, ich hätte noch ein Licht anmachen sollen, damit ich den Raum noch ein bisschen größer haben kann. Oder ich muss halt so die Pflanzen wie die Veggie-Eye irgendwo mal woanders hinstellen, dass ich da so ein Licht von der Seite habe. Das würde den Pflanzen, glaube ich, sehr gut gefallen. Gerade die Veggie-Eye, die hat ja nicht so eine schönen Blätter und nicht so eine schönen
horizontalen Blätter. Deswegen steht sie da irgendwie so ein bisschen komisch. Genau, aber aktuell alles lebt noch, alles gefällt. Der hier hinten, ich weiß nicht, wie er es macht. Ich gieße da immer ab und zu Wasser rein. Ich wechsle, ich spüle die Pflanze auch nie durch. Und sie liebt ihr Leben. Ja, gefällt mir eigentlich sehr gut. Ich habe gesehen, jetzt so im Nachhinein, dass so diese Green Beauty, dass es davon halt auch noch eine variierte Version gibt. Oh. Stellt euch mal das Monstrum mit einer schönen weißen Variegation vor. Naja, egal, okay. Das ist hier eigentlich sozusagen mein größter Dschungel, hier wo auch so die meisten und die wertvollsten Pflanzen stehen. Ich habe mir das System von Detlef Römisch abgeguckt, den kennt ihr vielleicht halt auch. Bei dem oder mit ihm habe ich sozusagen angefangen und sozusagen meine Leidenschaft für die Pflanzen entdeckt. Genau, und ich fand die Idee eigentlich ganz cool, wenn du dass die Pflanzen einfach auf den Boden stellst. Ich habe hier unten drunter noch so eine Anti-Rutsch-Matten von IKEA für Rollen. Das heißt, wenn ihr so eine wenn ihr so einen Sitz mit Rollen habt, dann, dass ihr den Boden nicht zerkratzt. Das heißt, wenn ich irgendwann mal doch trotzdem meinen kleinen Tattrich beim Gießen kriege, dass das nicht alles auf den Boden läuft. Genau, und einfach Licht von oben, deswegen hängen hier auch noch überall diese schönen, ach, das seht ihr nicht, ne? Deswegen hängen hier oben halt auch überall noch so ein paar Kabel von der Decke, damit ich die Höhe von den Lampen regulieren kann. Das finde ich halt auch noch ganz cool. Das heißt, ich kann die Lampen, glaube ich, bis auf den Boden ziehen. Und wenn nicht, dann ziehe ich die einfach wieder nach oben. Das heißt, ich kann das noch regulieren. Das finde ich sehr schön. Das alles läuft bei mir über Zeitschaltuhren. Das heißt, ich muss auch effektiv nichts machen. Das sind so ganz billige aus dem Bauhaus. Da ganz hinten, genau, ganz hinten geht das Kabel runter. Da hinten ist eine Steckdose. Und da ist dann halt so eine ganz billige Zeitschaltuhr, wo man reindrücken muss. Und dann geht das hier alles automatisch an und aus. Ich glaube, so irgendwas zwischen 10 bis 12 Stunden Licht kriegen die Pflanzen am Tag. Zumindest laut meiner Erinnerung. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwann mal runtergestellt habe, aber irgendwas zwischen 8 bis 12 fand ich irgendwie ganz angenehm. Genau, und das hier war der erste Raum. Ich stehe jetzt hier mitten in der Mitte und ich würde sagen, ich habe euch alles gezeigt, dass wir einfach mal in den zweiten Raum gehen, oder? Folgt mir. So, willkommen in meinem zweiten Raum. Hier stehen eigentlich nur zwei Regale. Und zwar das eine, seht ihr jetzt eigentlich genau hier hinter mir. Damit habe ich sozusagen angefangen. Das heißt, ich habe mich hier das erste Mal diese kleinen Lampen gekauft. Das ist ein normales IKEA-Regal. Habe jetzt hier drei kleine Ebenen drin. Auf der untersten Ebene ist jetzt, glaube ich, gar keine Pflanzen mehr. Ich habe die extra für euch hochgeräumt, dass ihr das seht, was da alles drin ist. Das heißt, hier oben haben wir zum Beispiel eine Palliflorum. Genau, die wächst hier so schön unten oder die wächst hier einfach so im Regal lang. Dann habe ich mir hier genau noch so eine Epipremnum angemacht. Das fände ich so richtig cool, dass man halt so sehen kann. Ich habe die hier einfach mit so einem Draht hier an das IKEA-Regal angemacht. Das fand ich eigentlich so hervorragend, dass wenn diese Epipremnen werden ja so unglaublich lang und dass man nicht einfach nur so Pflanzen, so zwei, drei Pflanzen auf jeder Ebene stehen hat, sondern dass das hier so ein bisschen rumwuchert. Oder auch mal ein bisschen was runterhängt oder sich so verzweigen kann, so in sich wachsen kann. Das fand ich eigentlich richtig cool. Das ist jetzt, glaube ich, ein Jahr alt, die Epipremnum. Und wie ihr sehen könnt, hier oben müsste ich die halt auch irgendwie wieder reinstecken oder nicht. Doch mindestens einmal in der Woche habe ich hier so einen kleinen Ableger, den ich irgendwie wieder reindrücken, zusammenwursteln muss, damit das halt so ein bisschen schön und voll wird. Das fand ich eigentlich richtig schön. Das wollte ich mit den zwei anderen IKEA-Regalen im anderen Raum theoretisch auch machen. Bloß da fehlen mir gerade aktuell noch so ein bisschen die Pflanzen für, dass das so ein richtig schöner, großer Dschungel wird. Fun Fact: Alles das, was ihr hier oben seht, ja, ist eine Pflanze. Das heißt, ich habe hier diese große Pflanze, steht in so einem kleinen Topf. Als Beispiel, das ist jetzt eine Zitrone, ja. Und der Topf steht hier ganz hinten, ja, hier, da ganz hinten. Und gleichzeitig habe ich hier halt noch so einen kleinen Wasserkanister gemacht. Da sind pure Wurzeln drin. Das ist ein normaler, was ist 1,5 Liter Wasserbehälter.
Und da ist wirklich nur Wasser drin. Da fülle ich immer mal Wasser nach. Und jede Wurzel, die ich halt so finde, die stecke ich da rein. Das sind insgesamt zwei Stück. Das heißt, einmal hier und einmal da hinten habe ich mir so einen kleinen Wasserbehälter gebastelt. Ich dachte, okay, so eine riesige Pflanze kann jetzt nicht nur aus so einem kleinen Topf leben. Das funktioniert irgendwann nicht mehr. Deswegen fand ich die Möglichkeit eigentlich ganz cool, da und da hinten diese kleinen Töpfe da anzuhängen. Genau, hier haben wir zum Beispiel noch diese, was sind das, Philodendron Florida Ghost. Genau, die steht hier zum Beispiel noch, sehr schöne Pflanze. Habe ich, glaube ich, irgendwann mal abgeschnitten. Genau, deswegen seht ihr hier so einen kleinen Knubbel da unten. Hüpp, da, so einen kleinen Knubbel. Da finde ich halt auch eine sehr schöne Pflanze. Dann, genau, mein einziger Gummibaum, der jetzt leider noch überlebt hat. Die anderen zwei sind mir, glaube ich, eingegangen, weil ich habe den Zeitpunkt verpasst zum Umtopfen. Genau. Was sind da für Viecher drauf? Nee, okay. Genau, mein kleiner Gummibaum. Finde ich sehr schön. Der letzte, der überlebt hat, der letzte Mohikaner. Er wächst sehr langsam. Genau, das Highlight in dem Regal, weil ich dachte, okay, ich habe jetzt da, glaube ich, neulich auch ein paar Pflanzen entsorgt, weil ich dachte, okay, entweder gefallen sie mir nicht oder ab in die Box, die sind so ein bisschen doof gewachsen, sind meine kleinen Ameisen. Und zwar, ich bin noch so ein kleiner Ameisen-Fan oder Ameisen-Freak. Ich finde das so wahnsinnig faszinierend, wie die sich arrangieren, wie die zusammenarbeiten, dass sie große Nester bauen und eigentlich gibt es nur eine Königin. Also für alle, die es interessiert, ich bin gleich fertig. Es gibt eigentlich nur eine Königin, die so die Eier legt und das sozusagen das Volk am Leben erhält. Und ich faszinierend für alle, die es interessiert, das sind Feidole Megacephala. Das Highlight an denen ist, dass also jede Ameisenart schwärmt einmal im Jahr, das heißt, produziert neue Königinnen, die fliegen dann raus, machen dann IU-IU in der Luft und dann. Ne? Und das Tolle an denen ist, dass die sozusagen die Königin, die können ja nicht wegfliegen, sondern die behalten die im Nest und betreiben halt Inzucht. Das heißt, du hast dann nicht irgendwann mal eine Königin, sondern nach 2, 3 Jahren vielleicht 15. Genau, da habe ich halt auch noch ein bisschen was vor, denn ich habe halt eigentlich immer geträumt, so ein paar Rohre durch die Wohnung zu legen. Also jetzt nicht Rohre, ja, sondern vielleicht so kleine Rohre, dass man den sehen könnte, ey. Dass man dann halt in jeder Wohnung, vielleicht in jedem IKEA-Regal noch so ein kleines, großes Nest oder so eine Box hat, wo sie denn leben. Und dann können die Ameisen hier einmal quer durch die Wohnung, durch diese Rohre laufen. Das fand ich eigentlich immer sehr faszinierend. Deswegen könnte das mit denen vielleicht klappen. Gucken wir mal. Genau, zurück zu den Pflanzen. Genau, und das ist halt eigentlich schon das Regal. Damit habe ich angefangen. Das finde ich eigentlich immer sehr faszinierend. Denn nämlich direkt gegenüber, das seht ihr nicht, da ist mein kleiner Arbeitsplatz. Das heißt, immer wenn ich im Homeoffice arbeite zum Beispiel, dann sehen alle die Leute, mit denen ich im Meeting sitze, genau das Regal und das andere, was ihr jetzt gleich auch seht. Von daher heißt es dann immer, du hast ja so schöne grüne Pflanzen, mach mal deinen Hintergrund, entblör mal deinen Hintergrund. Ne? Und deswegen finde ich das halt eigentlich schon sehr faszinierend, was man hier so sieht. Das heißt, so diese Art von Überwucherung, die stelle ich mir theoretisch auch in dem anderen Raum vor. Das wäre so cool, wenn das funktioniert. Hier sind insgesamt zwei Pflanzen drin. Genau, das hier ist eine. Das hier ist Pflanze Nummer zwei. Und da ganz unten, das seht ihr glaube ich nicht, oder doch hier zumindest so ein bisschen, ist halt auch so ein bisschen Pflanze Nummer zwei. Das sind insgesamt zwei Stück. Die eine steht ganz unten, die andere steht eh. Ach, insgesamt drei Pflanzen sind ja hier. Genau. Drei Pflanzen. Eins, zwei, drei. Für jede Etage eine Pflanze. Genau. Faszinierend. Das heißt, wenn ihr irgendwelche tollen Ideen für Rankepflanzen habt, die genau das machen, und das sind jetzt nicht wirklich Epipremnum, weil die habe ich jetzt nämlich hier schon alle in allen möglichen Schattierungen, ne, mit Strich, mit Variation oder komplett grün oder unten ist noch was anderes. Wenn ihr da eine Idee habt, was ich noch benutzen kann, dann schreibt das doch bitte in die Kommentare. Ich weiß noch, dass ich heuer in der einen Box habe. Die wollte ich mir züchten, weil ich dachte, okay, heuer ist so das nächste, was man benutzen könnte. Jetzt schreibt bitte nicht eh vorher. Ne? Aber wenn ihr da so eine Idee habt, was so richtig schön rankelt, was man hier eventuell auch so anknüppern und machen kann, dann wäre ich dir sehr, 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 sehr dankbar.
oder was so ein bisschen auch so ein bisschen unzerstörbar ist, was so, ja, komm, ist cool, dann ist das perfekt für diese IKEA-Regale. Schreib es mir bitte in die Kommentare, das wär sehr nett von dir. Genau. Auf zur anderen Seite. Hier habe ich zum Beispiel alle meine Wachstumsboxen stehen. Das heißt, ich habe die auch wieder hier in so einem IKEA-Regal. Ich habe drei Ebenen drin. Auf jeder Ebene sind zwei Boxen drin. Ich habe auch wieder hier das gleiche Licht benutzt. Das heißt, genau, normalerweise oder im Winter habe ich eigentlich immer eine bis unter ein oder zwei Boxen noch eine Heizmatte. Das heißt, ich arrangiere dann die Pflanzen in den Kisten so, dass immer die Pflanze, oder die Box mit einer Heizmatte unten drunter, da sind eigentlich immer so die wertvolleren Pflanzen drin. Das heißt, die Pflanzen mögen es wirklich im Winter auch noch so ein bisschen so einen kleinen heißen Po zu haben. Deswegen, da wachsen sie halt unbedingt besser. Braucht ihr das? Nö. Und jetzt zumindest halt im Sommer stehen die wirklich nur in 1 bis 2 Zentimeter Wasser. Ich habe hier noch so einen kleinen abgeschnittene Hälfte von einem Plastik-Trinkgefäß oder von diesen Plastikflaschen. Da stehen die Pflanzen drin, muss ich sozusagen alle 14 Tage einmal auskippen und leeren. Denn wenn sie genug Wurzeln haben, dann kommen sie dann wieder raus. Und das ist so die Idee dahinter. Fangen wir doch vielleicht mal hier vorne an. Das hier ist sozusagen so die älteste, oder die Box mit den ältesten Pflanzen drin. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel. Fragt mich. Genau. Mein kleinen Knoblauch aus dem letzten Video, der ist hier drin. Dann habe ich hier noch den Billy. No, da ist noch eine Wurzel. Zum Beispiel den Billy aus dem letzten Video, der ist hier auch drin. Dann habe ich hier noch, keine Ahnung, was das mal war. Aber es ist hier halt auch drin. Das ist diese Pflanze mit diesen wunderschönen flauschigen Enden da dran. Es mutiert so langsam vor sich hin. Ja, so ein bisschen meine Lieblingspflanze war es eigentlich noch nie. Deswegen weiß ich halt immer nicht, was ich damit machen soll. Und dann bleiben die da halt irgendwie immer stehen. Und entweder, weil zum Wegschmeißen finde ich sie dann irgendwie auch zu schade, aber so schön zum Einpflanzen sind sie dann irgendwie auch nicht. Und deswegen mutieren die da so langsam vor sich hin. Gucken wir mal. Dann haben wir hier noch zwei andere Pflanzen. Ich hoffe, dass ich sie rauskriege, weil sie sehen so sehr stark ineinander gewachsen aus. Ein Epipremnum. Kriege ich dich auseinander? Nee, okay. Ich habe hier eine kleine auf der Seite. Nee. Ja, ich habe hier ein kleines Syngoniumlein, das war die Lieblingspflanze meiner Mutter, weil die ist mir einmal fast eingegangen und deswegen steht sie hier. Ich habe hier noch so ein kleines Epipremnum, wo rummutierendes Ding. Genau, also wollte ich halt eigentlich, glaube ich, auch irgendwann mal für irgendein Regal nehmen. Ja, ich weiß irgendwie immer nicht, was ich damit machen soll. Zum Wegschmeißen finde ich es zu schade. Und deswegen denke ich so, ja, Platz nimmt es ja in meinen Boxen nicht weg, falls ich irgendwann mal was habe, was jetzt wirklich weg muss. Das heißt, die Pflanze könnte ich auch wirklich irgendwann mal eintopfen. Dann wäre hier wieder ein Platz frei, aber ich habe gerade nichts, was da rein soll. Und von daher bleibt das dann halt eigentlich in den Boxen stehen. Genau, einfach nur Wasser drin und dann wächst die da so langsam vor sich hin. Sonst muss ich wieder ein bisschen aufpassen. Ja, machen wir schnell wieder zu. Auf der anderen Seite sind eigentlich so eine kleinen Alokasien und eine Heuer drin. Die wachsen da so langsam vor sich hin. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel eine Alocasia Venti. Ich habe die Venti auch in diesen wunderschönen Super Venti Pot gepackt und deswegen habe ich gesehen, dass da so sehr viele von diesen Ablegern drin waren und die habe ich jetzt halt einfach in die Box gepackt und seitdem
wachsen die da so vor sich hin, denn ich weiß nicht, was ich mit denen machen soll. Und deswegen liegen die da unten jetzt so vor sich hin. Ich habe jetzt hier auch noch so ein, auch eine Heuer drin. Kriege ich die irgendwie raus? Genau, ich habe die irgendwann mal so klein geschnitten, dass die Reste jetzt irgendwie so aussehen. Die wollte ich halt eigentlich auch mal in, zum Wachsen benutzen. Und deswegen, ja, ne, wächst das jetzt da so vor sich hin. Genau. Das muss ich dir, glaube ich, nicht zeigen. Hier sind meine Avocado-Kerne drin. Ich glaube, irgendwann sieben Stück oder so. Ich habe die irgendwann alle genommen, habe die oben abgeschnitten, weil ich weiß effektiv nicht, was ich mit denen machen soll. Dann ist da hinten noch eine Anthurie drin. Die wächst noch. Ach, genau, hier sind noch unsere kleinen Stecklinge drin. Kann ich dir die zeigen? Wir haben ja da mal unseren Zitronenbaum abgeschnitten. Und seitdem sind die hier in der Box. So wirklich Wurzeln haben sie nicht. Und deswegen sind hier, guck mal, sie wachsen aber weiter. Sie sind auch noch nicht eingegangen, aber Wurzeln haben sie nicht. Genau, die sind dann zum Beispiel drin. Ja, alles so Kleinigkeiten, wo man mal sagt, ja, die Pflanze ist nicht schön oder ist mir eingegangen und schlag mich tot. Hier habe ich einen sehr großen Berg von Cebu Blue drin, fast einmal. Ja, genau, hier unten drunter, genau, hier unten drunter habe ich meine stinkende Blume von dem letzten Video, was wir gemacht haben. Wir haben ja eine Pflanze im Müll gefunden und haben sie versucht zu retten. Und das ist die Pflanze davon. Ich habe inzwischen nicht so viel Hoffnung. Gucken wir mal. Genau, gegenüber habe ich noch eigentlich nur Moos, denn bei IKEA gibt es ja diese kleinen Glaskuppeln. Du hast ja unten Holz und dann hast du da so eine Art Glaskuppel drüber. Und ich wollte halt eigentlich immer unbedingt mal so das Ding, was mir jetzt ins Auge fällt, das ist mir irgendwann mal eingegangen, weil ich habe es irgendwann nicht mehr gegossen oder schlag mich tot oder in die pure Sonne gestellt. Und da wollte ich irgendwann noch mal Moos ranknüpfen. Deswegen habe ich mir extra Moos gesammelt und seitdem liegt das da seit 3 Monaten. ja, genau. Und das sind halt eigentlich meine Wachstumsboxen oder meine Wachstumsecke. Und das war sozusagen meine Wachstumsecke. Genau, also ich mache das eigentlich immer sehr gerne. Das heißt, wenn mir zum Beispiel eine Pflanze eingeht, ich möchte gerne einen Steckling für irgendjemanden haben oder die Pflanze ist inzwischen so groß gewachsen und so komisch, dass sie einfach mir nicht mehr gefällt. Denn das heißt, du hast so dieses typische zwei Drittel nichts und oben hast du nur so ein paar Blätter. Bei diesen Gonien sieht das zum Beispiel sehr krüppelig aus. Klar, ich weiß, woran es liegt, dass die zum Beispiel nicht genug Licht kriegen oder sowas. Das ist völlig beabsichtigt bei mir, weil manchmal gefällt mir die Pflanze auch einfach nicht so sehr, dass sie wert wäre, in einen schöneren Spot gewechselt oder dass sie einen schöneren Spot bekommt. Und deswegen sage ich dann irgendwann so, nee, ich schneide die dann irgendwann einmal ab oder einmal durch und dann hast du da eine schöne Pflanze und dann siehst du die irgendwie in einem halben Jahr wieder und dann kannst du die verschenken oder was will ich was damit machen. Und das finde ich persönlich schöner, als wenn du da jetzt eine Pflanze stehen hast, die dir effektiv nicht mehr gefällt. Und dann irgendwann, genau wie diese eine Pflanze, die ich nicht weiß, wie die halt mit diesen Flausche-Ecken, die erkennst du dann irgendwann nicht mehr wieder, weil die da effektiv schon seit einem Jahr drin sitzt. Und wenn du nur so denkst, stimmt ja, die hattest du ja auch noch irgendwann. Genau. Auf zum nächsten Raum. Willkommen im dritten Raum, erste Hälfte. Das heißt, hier stehen sozusagen 4 IKEA-Regale drin, zwei auf der Seite, zwei auf der anderen, plus noch so ein kleines Regal da hinten. Alle haben genau das gleiche Licht. 3 Etagen, genau jede Etage hat sozusagen so ein kleines 90 cm Licht. Verbraucht, also alle 3 Lampen verbrauchen nur eine Steckdose, das finde ich sehr faszinierend. Ich habe mir die aber ein bisschen selber zusammengebunden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das Verbindungskabel viel zu klein war für die Strecke von A nach B, musste ich ein bisschen selber per Hand verlängern. Funktioniert ganz cool. Ich glaube, einmal ist mir die Sicherung rausgeflogen beim ersten Mal, weil ich sie falsch angebunden habe. Aber ansonsten habe ich aus dem Fehler gelernt und funktioniert eigentlich ganz gut. Das heißt hier, was steht hier so generell drin oder wie habe ich das aufgebaut? Nach dem gleichen Prinzip wie auf dem ersten IKEA-Regal. Deswegen dachte ich, okay, was stellst du jetzt hier hin? Wie kannst du den Platz effektiv nutzen? Platz nach oben wäre auch noch theoretisch für
ein weiteres Regal. Also das sind ja eigentlich zwei Regale übereinander gestellt. Ich glaube, hier hört es ja auf, ne? Genau hier. Und nach oben könnte ich zum Beispiel noch eins stellen. Ist dann aber sehr schwierig zum Gießen, weil dann müsste ich schon mit den Armen so sehr weit nach oben gehen, aber theoretisch wäre da noch Platz. Genau. Das heißt, ich habe jetzt hier drei Etagen, zwei kleine und eine große Etage. Die ganz unten ist halt eigentlich immer noch so ein Drittel größer als die beiden anderen Etagen. Das heißt, wenn irgendeine Pflanze für hier oben zu groß wird, dann wandert sie eigentlich immer eins oder zwei Etagen nach unten. Muss ich mir dann auch nochmal überlegen, wenn die Pflanzen irgendwann so groß werden, dass ich nicht mehr weiß, wohin damit. Ich habe halt auch einen oder das Frikär-Regal da oben oder gegenüber. Das hat theoretisch nur zwei Etagen. Da reicht das Licht dann halt aber nicht mehr aus. Ne? Also dieses kleine Regal oder dieses kleine Licht, das ist wirklich perfekt für den Abstand. Und deswegen bin ich mir da nicht so sicher. Ne? Das heißt, was steht hier drin? Hier steht zum Beispiel eine kleine Three Kings drin. Die fand ich sehr schön. Die habe ich mir, glaube ich, vor einem Jahr, 2 Jahren bei Grow Jungle gekauft und fand die Pflanze halt eigentlich so als variegierte Syngonie eigentlich nicht schlecht oder sieht eigentlich ganz cool aus, ne, weil dass das so random einfach so ein bisschen, hier habe ich, glaube ich, ein voll variegiertes Blatt, oder? Das hier? Oh, nee, doch nicht. Genau, finde ich eigentlich auch sehr schön. Dann mein ganzer Stolz. Eine Ananas auf Semi-Hydro. Den habe ich selber angezogen, hatte ich mir extra mal so ein paar Ananas Aninisis gekauft und habe versucht, die selber zu ziehen, bis dann eine Ananas, glaube ich, einen Nebentrieb gebildet hat. Und das ist die Pflanze hier, die steht halt wirklich wie alle anderen. Ich glaube, da sieht man, wenn man jetzt ganz gut ist, sieht man da genau auch noch eine kleine Wurzel. Das heißt, die Pflanze lebt wirklich und ich hoffe, dass ich dann halt irgendwann mal so eine kleine Ananas da rauskriege. Gucken wir mal, ob wir es schaffen. Ich glaube zwar nicht dran, weil sie wächst halt wirklich schon sehr langsam. Aber das ist wirklich mein ganzer, fast also für mich persönlich so die Pflanze, die mir wirklich sehr am Herzen liegt, weil ein Ananas in Semi-Hydro sieht man ja auch nicht alle Tage, oder? Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ihr mich halt auch noch seht. Wir machen was. Genau. Hier die Pflanze haben wir, glaube ich, diese Minima. Haben wir, glaube ich, in dem letzten Video umgetopft, deswegen muss ich euch die nicht zeigen. Hier haben wir zum Beispiel dieses kleine Schätzchen. Das hatte ich irgendwann mal auch auch einfach mal abgeschnitten. Das war, glaube ich, fast so groß wie ich. Ich glaube, 1,50 m, 1,30 m bestimmt hoch. Und irgendwann. Also ich fand es theoretisch nicht mehr schön, ne? Denn wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn die Pflanze halt erstmal so 1,50 m hoch ist, dann hast du da irgendwie gefühlt zwei Drittel lang nichts und dann kommen oben irgendwie wieder Blätter und das finde ich nicht schön. Persönlich nicht. Deswegen habe ich die irgendwann mal alle abgeschnitten. Hier sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück drin. Deswegen sieht das jetzt so aus. Ein bisschen Variegation ist noch dabei. Stört mich jetzt aber theoretisch nicht, wenn das jetzt total grün werden sollte. Genau, wenn die Blätter halt irgendwie so ein bisschen komisch glänzen oder so. Ich habe da meinen Tripse-Spray aufgesprüht. Denn wenn ich Viecher habe, dann habe ich Tripse. Genau. Hier hinten haben wir jetzt theoretisch noch eine kleine Anthurie. Steht ja der Name drauf. Ja, gutes Bennylein. Eine Splendid Martina. Sie mag irgendwie mag sie mich nicht. Irgendwie haben wir beide ein kleines Problem miteinander. Weiß ich auch nicht wieso. Genau, aber das neue Blatt ist eigentlich ganz cool und auch eigentlich ganz schön. Ja, ne? Dann haben wir jetzt hier noch eine Monstera, die für den Platz ein bisschen zu groß geworden ist. Die hatte ich irgendwann mal, als ich mir die drei großen Thai Constellation beim Holländer gekauft habe. Das war ein großer Eimer. Dann gab es da so einen kleinen komischen, oder ich musste, also entweder gab es einen Zwischentrieb, den ich abschneiden musste, oder die Pflanze war einfach zu lang und die hat nicht in den Topf gepasst. Und deswegen habe ich mir davon halt einfach so einen kleinen Ableger geschnitten. Finde ich von der Variegation, finde ich sehr schön. Ich mag irgendwie.
so eine vollflächig weißen Stellen irgendwie nicht mehr. Ich finde das irgendwie sowas, so eine sehr wenig variegierten Blätter finde ich inzwischen irgendwie sehr viel angenehmer oder wäre sehr viel schöner. Deswegen ist das hier auch so ein bisschen abgeknickt, weil das direkt oben hier halt schon an dem Regal dran steht. Genau, eine kleine, sieht man hier noch eine Wurzel, genau. Da sieht man halt auch noch eine schöne Wurzel. Stellen wir wieder zurück, ne? Stellen wir einfach mal oben hin. Dann haben wir hier noch eine kleine Ring of Fire, die hatte ich mir mal bei der Pflanzenmesse gekauft, wo mir der Name nicht mehr einfällt. Genau. Fand ich eigentlich eine sehr schöne Pflanze. Sie wächst aber bei mir irgendwie komisch, habe ich so das Gefühl. Das heißt, sie wächst nicht so schön buschig, wie ich es halt eigentlich vorhatte, sondern genau, hier kriegt es halt auch gerade ein neues Blatt. Ja, also bin ich jetzt, also ich habe es mir ein bisschen schöner vorgestellt, wie die Pflanze wächst, bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, weil die Variegation auch nicht so stark hervortritt, sondern halt eher so ein bisschen, ja, sie ist halt so ein bisschen versteckt, würde ich jetzt mal sagen, ne? Und deswegen ist es halt so ein bisschen, ja, ne? Was haben wir hier noch? Genau, habe ich mir extra rausgestellt. Hier, wir hatten in dem letzten Short, zeige ich dir jetzt. Oder die Pflanze hat mein erstes total weißes Blatt rausgepupst und habe das dann einfach abgeschnitten. Deswegen, wir haben jetzt hier, das ist das Ursprungsblatt. Dann war das hier das zweite. Das ist auch schon so fast, würde ich mal sagen, fast 50-50. Hier habe ich ja auch schon ein bisschen was angefangen abzuschneiden hier. Dann haben wir hier, war das komplett weiße Blatt, das haben wir abgeschnitten in dem Short. Jetzt kommt hier was Neues raus. Das sieht mir halt auch schon fast wieder so ähnlich variegiert aus wie das letzte. Zumindest wenn ich mir diese Spitze hier oben angucke. Das wird auch nicht mehr grün. Das heißt, das könnte, ich weiß nicht, wie es auf deiner Seite aussieht. Naja, okay, das könnte so ähnlich stark variegiert sein wie das Blatt hier. Ja, muss nicht. Also ich finde es irgendwie schön, wenn das Blatt mal da ist. Aber meins ist es inzwischen nicht mehr, denn entweder sieht es dann zum Schluss nur noch so aus oder so, weil das dann irgendwie alles abschneiden müsst. Oder hier gibt es dann halt auch irgendwelche braunen Stellen da drin. Das finde ich nicht schön. War ein guter Versuch. Sie gibt ihr Bestes, ich auch. Ja, ne? Genau, dann haben wir jetzt hier noch zum Beispiel noch, ich habe glaube ich 4 oder 5 Stück von den Crystallinum. Ja, hatte ich mir halt auch irgendwann mal bei einem Holländer gekauft. Da war halt so ein Riesentopf und deswegen habe ich mir den gleich mitgenommen, weil ich noch keine hatte. Alle Crystallinum sehen ähnlich aus, bis auf die hier. Und zwar hat die so einen kleinen rötlichen Touch und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich halt auch immer noch eine Crystallinum ist, weil halt auch die Rückseite sieht, hat so einen kleinen leichten roten Touch und das haben die anderen beiden nicht. Deswegen bin ich halt so ein bisschen, ja, oder ist halt auch ein bisschen röter angehaucht. Gucken wir mal. Dann haben wir hier zum Beispiel noch eine kleine Kaffeepflanze. Das Ding wächst ein bisschen komisch, genau. Gibt es ja, glaube ich, schon fast in jedem Laden. So eine kleine Kaffeepflanze habe ich mal angefangen, auf Semihydro zu übertragen. Das ist die erste Pflanze. Ich habe noch zwei andere, die ein bisschen größer sind. Ich hatte keine Töpfe mehr, deswegen ist die in dem kleinen Topf drin. Ja, ich wollte halt eigentlich schon immer meine Kaffeepflanze auf Semihydro haben, um zu gucken, ob die wirklich irgendwann mal anfängt zu blühen, dass wir da halt irgendwann mal, okay, nichts, dass wir dann halt vielleicht irgendwann mal eine Blüte haben oder selber Kaffee mahlen können. Genau. Dann haben wir hier noch eine Gemanii. Gefällt mir eigentlich rein von der Pflanze her wirklich sehr schön, ne? Weil die halt so ein bisschen anders wächst als alle anderen Pflanzen. Die kriegen hier halt oben so eine richtig schönen großen Blätter und das gefällt mir halt als Pflanze. Die hat 15 € gekostet.
Kann man jetzt nicht meckern, ne? Also A, weil die Pflanze halt so ein bisschen an die kleine Wurzel da, weil die halt so ein bisschen mal anders wächst als alle anderen Anthurien und deswegen für den Preis kann man da halt wirklich nicht meckern. Finde ich persönlich eine sehr schöne Pflanze. Ja, ne? Dann haben wir jetzt hier noch eine Kristallinung, die zeige ich dir nicht, weil die erste hast du schon gesehen. Dann haben wir hier meinen kleinen Delta-Pforz. Meine Anthurium Delta Force. Genau, habe ich mir bei Harmony Plants für 70 Euro gekauft. Finde ich eigentlich eine sehr schöne Pflanze, auch von der Blattstruktur her. Ich habe nur gerade geguckt, hier platzen halt auch schon überall so ein bisschen Wurzeln raus. Das heißt, hier ist eine, da oder genau hier unten. Finde ich sehr schön. Wir hatten anfänglich ein paar Probleme, wir beide miteinander. Aber inzwischen hat sie sich halt wirklich sehr gut gemacht. Sie hat sich entschieden, was sie machen möchte. Und das ist wirklich das erste große Blatt, was halt wirklich richtig so schön ist. Die anderen sind halt eher noch so ein bisschen verhalten. Das hier ist noch das kleine Anfangsblatt hier. Noch so ein ganz kleines. Sehr schön. Ich bin mit dir zufrieden. Dann haben wir hier noch eine Villanorum. Sie blüht gerade. Ich bin noch so ein bisschen unentschlossen, ob ich die Samen irgendwann mal einfriere und aufhebe oder ob ich es einfach mal sein lasse und hoffe, dass die, wenn ich mal zwei Pflanzen habe, die wirklich gleich blühen, dann machen wir mal ein Video und versuchen, die Pflanzen mal ein bisschen zu pollinierisieren oder halt auch nicht. Ich finde, sie wächst ein bisschen komisch. Das hatte ich halt irgendwie immer so ein bisschen im Gefühl, dass sie so ein bisschen wächst. Aber das Blatt ist hier wirklich schon sehr schön. Wenn sie irgendwann mal gerade wachsen würde und nicht irgendwie so, gerade was sie hier da so in der Mitte macht, das weiß ich nicht. Aber finde ich wirklich eine sehr schöne Pflanze. Gerade wenn die Blätter dann halt wirklich so schön groß und schön groß wachsen. Die Blätter sind noch ein bisschen härter halt als alle anderen. Die sind wirklich schon so ein bisschen ledrig. Genau. Dann haben wir ganz unten haben wir noch eine Kristallinung, die zeige ich dir nicht, weil eine hast du schon gesehen. Dann haben wir hier eine, warte, ich sag's dir gleich, eine Anthurium Regale X Luxurians. Wir haben halt auch ein paar Probleme miteinander, ich bin ganz ehrlich. Die Wurzeln sehen nicht gut aus, das erste Blatt ist mir eingegangen und ich verstehe nicht so wirklich warum. Aber das Blatt sieht an sich eigentlich noch ganz gut aus. Hier hast du einen leichten weißen Bereich, weil hier wirklich mal die Lampe dran stand. Ja. Dann haben wir hier noch eine Besser X Luxurians. Hier genau das gleiche. Hier war die Lampe, deswegen ist es ein bisschen heller. Wir haben, glaube ich, auch ein paar Startschwierigkeiten. Aber hier kommt gerade ein neues Blatt. Auch nur ein Blatt. Weiß ich nicht, was mit dir gerade los ist. Aber gucken wir mal. Ne? Ja. Dann haben wir hier noch eine Pflanze. Die haben wir auch gestern erst umgetopft. Deswegen zeige ich sie dir nicht. Hier haben wir noch eine Panguinite. Finde ich eine sehr schöne Pflanze. Das eine Blatt hier ist ein bisschen abgeknickt, genau weil das Regal war zu klein und deswegen hat sie sich so ein bisschen, ist das Blatt ein bisschen komisch gewachsen oder komisch ausgehärtet. Das war meine Schuld, ich habe das zu spät gesehen. Da war der Schaden aber schon angerichtet, aber an sich eine sehr schöne Pflanze. Die kriegt hier unten auch gerade noch ein neues Blatt, da zumindest, ne? Gucken wir mal, was daraus wird, ne? Das hier ist ausgerechnet noch das neueste Blatt. Aber ich hoffe, dass die Blätter halt irgendwann noch ein bisschen länger werden. Genau, gucken wir einfach mal, was wird. Immerhin hat sie ja schon mal drei Blätter. Die Wurzeln sehen eigentlich auch ganz gut aus. Das heißt hier oder auf der Seite. Deswegen liebe ich diese Töpfe so, dass man direkt sehen kann, ob man was falsch macht oder nicht. So, und das war auch schon die erste Hälfte. Und ich würde sagen, auf nach drüben. Hier haben wir halt eigentlich genau den gleichen Aufbau wie drüben. Das heißt auch wieder zwei IKEA-Regale.
Hier auf der Seite halt eigentlich immer nur mit 2 Etagen. Das heißt, hier stehen so ein bisschen die größeren Pflanzen. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel 2 kleine Kaffeepflanzen. Hier so ein bisschen was ausgewachsen ist, finde ich sehr schön. Ich liebe Kaffee oder alles, was ein bisschen exotischer ist. Ich mag auch, wie die Wurzeln herausgucken. Seht ihr das? Wie als wenn man sich so ein bisschen so die Spitzen beim Friseur färben lässt. Und dann kommen da, dann sieht das fast genauso ähnlich aus. Genau, also Kaffee 1, Kaffee 2. Daneben haben wir eine kleine Gloriosum. Das heißt, hier haben wir die in so einem Lechuza-Topf, glaube ich. Genau. Hier sind, glaube ich, auch ein paar mehr Pflanzen drin. Ich hatte die vorher in einem Topf. Da sind mir halt aber irgendwann die ganzen Wurzeln verstorben. Das heißt, nur eine Pflanze, die große, die du da noch siehst, die hatte Wurzeln, alle anderen nicht. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, die zu trennen. Hier waren ursprünglich die Kaffeepflanzen drin. Und seitdem leidet sie halt so ein bisschen vor sich hin. Ich habe die nie wieder so schön gekriegt, wie sie vorher mal war. Das heißt, hier haben die Blätter so ein paar Macken. Hier kriegt sie nicht genug Mineralien. Hier auch nicht. Gut, das sind die beiden, das sind die letzten Blätter. Aber hier vorne sieht es dann wieder ganz okay aus, ne? Genau, deswegen habt ihr die auch nie wieder in irgendeinem Video gesehen. Weil seitdem ich die sozusagen befreit habe, sind sie nie wieder so schön geworden, wie sie vorher mal waren. Hier unten, das seht ihr leider nicht, hier stehen sehr viele ein bisschen kränkelnde Avocado-Bäume rum. Die sehen irgendwie alle so aus. Genau. Was haben wir hier noch? Avocado Nummer 2. Ja. Avocado hasst ihr Leben Nummer 3. Dann haben wir hier noch einer auch meiner Lieblingspflanzen. Und zwar haben wir hier eine kleine Goldii, ein Philodendron. Habe ich mir auch auf der Messe gekauft, war die Unterseite vom Steckling. Das heißt, habe ich nicht aufgepasst. Ich habe nicht den Kopfsteckling gekriegt, sondern das unten drunter. Aber seitdem ist er eigentlich ganz gut gewachsen, was ich hier mag. Also, das heißt, so fangen die Blätter an. Und so werden sie dann halt so ein bisschen erwachsen. Das heißt, ihr seht ja hier so langsam, hier kommen noch so ein zwar, also das hier ist das Blatt und hier kommen so 2 kleine Stäbe raus. Und irgendwann wachsen die so ein bisschen in einem O zusammen. Ne? Das schließt sich hier oben und überall kommen dann hier an der Seite so also Blätter raus, wie so ein kleiner Heiligenschein. Zum Beispiel hier sieht man das, ne? Und das wächst halt, das wächst, wenn das wirklich groß ist, dann schließt sich das oben fast und überall kommen dann so ein paar Blätter raus. Das sieht echt schön aus, wenn sie groß ist. Deswegen hatte ich mir die gekauft. Dann haben wir jetzt hier die einzige Pflanze, die ich dir noch zeigen kann. Wir hatten ja damals in einem anderen Video meinen kleinen, was war es? Mein Ex-Apfel, jetzt Zitronenbaum mal geschnitten, wo ich mitgekriegt habe, dass hier Apfelbäume, das sieht man hier vielleicht ganz gut, genau, dass halt Apfelbäume kein, oh, dass halt Apfelbäume keine Dornen haben. Deswegen haben wir die ja irgendwann mal abgeschnitten und seitdem hier haben wir sie abgeschnitten. Genau hier ist dieser Stab neu rausgekommen. Das ist neu. Das ganze Ding hier ist neu. Das da und das kleine hier oben. Wir hatten hier unten irgendwo, glaube ich, noch meinen kleinen Seitentrieb. Genau hier. Den habe ich mich dann danach entschlossen, nach dem Video dann auch zu entfernen. Denn ich will halt eigentlich hier oben, dass das hier oben so ein bisschen voll wird oder voll leer wird. Deswegen größer will ich sie auch eigentlich gar nicht haben. Deswegen muss ich mal gucken, ob ich nicht das hier irgendwann demnächst auch noch mal abschneide. Denn ich will, dass das hier oben so ein bisschen voller und buschiger wird.
Gucken wir mal, war ja zum Beispiel, war ja nur der erste Schnitt. Und gucken wir mal, wie sich das jetzt entwickelt. Das hier scheint sozusagen so der neue Hauptaustrieb zu werden. Das kleine Ding hier, müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Und nicht, dass das hinterher wieder so ein und Benny merkt es nicht, Trieb wird. Sollte man ja eigentlich immer mal ein bisschen abschneiden, ne? Mich wieder ein bisschen aufpassen, dass ihr das halt auch noch seht und ich euch das auch noch erklären kann. Das heißt, hier direkt gegenüber stehen zum Beispiel so ein kleine, ich glaube, ich habe insgesamt 10 Orchideen auf Semi-Hydro. Wie ihr das sehen könnt, habe ich euch ja auch in einem Video erzählt. Das liebe ich, dieses System dahinter. Und zwar aktuell blüht, glaube ich, gerade keine. Nee, die haben vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten geblüht. Jetzt blüht da gar nichts. Und zwar haben wir hier zum Beispiel so eine schöne Orchidee mit einem kleinen Faden dazwischen. Hier unten ist Wasser drin und deswegen zieht der Faden die Luftfeuchtigkeit hoch und runter. Hier seht ihr auch noch, was das beschlagen ist. Das ist sehr schön. Das ist genau das, was ihr haben wollt. Und ja, ich habe die halt irgendwann mal bei Pflanzenkölle in Teltow, gab es die früher zumindest für 3 bis 4 Euro, so ein bisschen abgeblüht. Deswegen dachte ich so, ja komm, nimmst halt einfach mit, kannst ja ein bisschen mal rumtesten. Du weißt doch nicht so wirklich, welche Farbe das war, weil die waren schon alle abgeblüht, standen dann irgendwo in der Ecke und vergiss mich. Da habe ich mich dann einfach mal so ein bisschen immer mal wieder eine Pflanze gekauft. Und deswegen finde ich dieses System so hervorragend, denn ich vergesse sie wirklich zu gießen, weil das so lange her ist. Vielleicht so einmal im Monat oder so. Genau, also die stehen jetzt da oben. Ich mache mit denen wirklich nichts weiter. Deswegen rankeln diese Wurzeln hier auch so vor sich hin. Mir ist nur sehr heiß. Dieser Raum ist klein. Und pff, ne? Genau, und hier, da stehen dann halt wirklich alle Orchideen einmal vor. Die kriegen da so wirklich so richtig schön. Habe ich extra abgemessen, dass das passt. Dass die so viel Sonne kriegen, wie es nur irgendwie geht. Und hier stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück. 2 hat meine Mutter, das heißt 11 Stück habe ich insgesamt. Genau, sieht eigentlich immer auch sehr schön aus, wenn die dann halt alle anfangen zu blühen und dann hängt das irgendwie alles so schön runter. Das sieht wirklich sehr schön aus. Ich habe jetzt hier zum Beispiel noch einen Platycerum, ein Geweihfarn oder 3 Stück zumindest, kann ich das irgendwie zeigen? Ja, an dem hier habe ich auch irgendwann. Oh, nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Habe ich so ein paar Geweihfarne gekauft, so 2, 3 Stück. Die hängen jetzt hier einfach an dem Regal dran und wachsen jetzt theoretisch auch entweder nach unten. Oder deswegen habe ich gerade den hier versucht rauszuziehen. Das geht aber nicht, weil das eine Blatt hier bis hier nach oben zu den Orchideen durchgewachsen ist. Den kriege ich auch nicht mehr raus. Aber die habe ich hier halt einfach genau hier habe ich die festgebunden und die hängen jetzt da halt einfach so ein bisschen runter. Das heißt, wie habe ich das aufgebaut? Eigentlich genau das gleiche Ding wie hier oben. Ich habe einfach nur Draht genommen. Mit einem, unten ist so ein kleines Wassergefäß. Also das hier ist eigentlich so ein Drahtgebilde. Das ist hier zu und das ist auch unten zu. Hier läuft ein Docht durch und unten ist das Wasser. Das heißt, der Docht zieht sich das Wasser nach oben und habe dann sozusagen hier an der einen runden Seite ein kleines Loch geschnitten, habe dann diesen Geweihfaden da reingestellt oder genau an dem Docht platziert. Und deswegen zieht sich die Pflanze halt eigentlich immer das Wasser oben raus. Und na, guck mal, ich versuche mal, ob ich das Blatt hier nicht doch rauskriege. Ja, genau. Von der Seite sieht man das eigentlich ganz schön. Ich habe da noch nie irgendwas mit gemacht, deswegen sieht das ein bisschen dreckig aus. Hier ist da so ein bisschen noch das Gitter. Hier ist die Auffangstation mit dem kleinen Ding drin. Und seitdem hängt denn die Pflanze so einfach runter. Sie sieht ein bisschen mitgenommen aus, ich weiß, weil die Blätter inzwischen so groß geworden sind, dass sie ja dann halt entweder wie in dem Fall über der Lampe hängen oder sie wächst dann halt einfach ins nächste Regal rein. Und deswegen sehen die Blätter immer so ein bisschen mitgenommen aus. Aber finde ich sehr schön, dass ich überhaupt einen Farn hinkriege. Ich finde auch irgendwie immer sehr schön. Dass die, ich weiß nicht, wie man das nennt, wie man das hier nennt, ne? Dass das so ein bisschen so diesen ganzen Eimer so inzwischen umschließt. Hier sind wir gerade,
Genau, hier habe ich ein kleines Problem gehabt, denn ich möchte eigentlich nicht, dass diese Blätter, nenne ich sie jetzt mal, ins Wasser wachsen, sondern dass die so ein bisschen außen rumhängen, dass die das hier auch noch abschließen und nicht hier reinwachsen, weil irgendwann läuft mir dann das ganze Wasser aus. Ich hänge nicht, glaube ich, einfach mal hier an. Nee, das geht auch nicht, weil jetzt kann ich dich irgendwo anhängen, wo du mir jetzt nicht ausläufst. Das wäre sehr schön. Genau, ein kleiner Nachteil daran ist halt eigentlich immer noch, dass die Pflanze doch so schwer geworden ist, dass dieses Wasserreservoir irgendwann mal ausläuft. Oh, jetzt habe ich das mit einem Video. Okay, müsst ihr jetzt mitleben. Genau, hier unten drunter haben wir dann halt noch ein paar andere Pflanzen. Hier haben wir noch eine kleine Syngone. Kann ich dir die zeigen? Nee. Also wie ihr schon gesehen habt, ne? Das heißt, die gerade so, das Regal ist halt einfach so, ich vergesse es so ein bisschen und deswegen rankeln die Pflanzen dahin, wo sie wollen. Hier habe ich noch eine sehr große Syngonium mottelt. Die wächst einfach dahin, wo sie gerade will. Da hinten habe ich dann noch einen Silversword. Und ich lasse die halt einfach immer alle wachsen. Ne, die Pflanze ist halt groß genug, um halt zu machen, was sie will. Die mottelt, finde ich eigentlich immer sehr schön. Und bis jetzt dachte ich so, ja, lass wachsen. Ich bind die jetzt nicht an, sondern die können dann halt entweder oben zu den Orchideen wachsen oder ins Nachbarding. Und das ist mir halt eigentlich egal, solange die Spaß dran haben und wachsen. Genau, hier habe ich dann noch so eine schicke Pflanze hier. Genau. Habe ich irgendwann mal auch, glaube ich, mal ein Geschenk gekriegt oder so und wollte dann halt auch irgendwann mal sagen, wow, okay, jetzt versuchst du mal die zu vermehren und auf Semi-Hydro umzustellen. Dann habe ich die Ursprungspflanze, glaube ich, so klein geschnitten, dass ich dann irgendwann mal 2, 4, 6 Stück, glaube ich, hatte und alle sind angegangen. Dann dachte ich so, verdammt. Weil zuerst dachte ich, okay, von den 6 Stück, vielleicht wird ja einer oder zwei was, aber alle sind angegangen. Deswegen habe ich jetzt, glaube ich, inzwischen 3. Ein paar habe ich weggegeben, ein paar stehen bei meiner Mutter und jeder hat jetzt hier, glaube ich, so ein Oschi hängen. Genau, davon habe ich auch noch 2 Stück. Und die verdecken da ja so schön das Fenster. Und das waren, glaube ich, alle meine Pflanzen. So im Schnelldurchlauf. Ich glaube, hier unten habe ich dir eine nicht gezeigt. Hier. Das ist, ich dachte, dass das ein Billy war. Ihr meintet aber, nee, das ist irgendein Gemisch zwischen zwei Pflanzen. Den kriege ich auch nicht mehr raus, weil der wächst inzwischen. Der ist inzwischen auch im Nachbarregal angekommen. Und den kriege ich da auch nie wieder raus. Genau, das ist eigentlich mein kleiner, das ist eigentlich mein kleine, meine kleine Roomtour gewesen mit allen Pflanzen, die ich habe. Oder stellt euch mal so dieses Regal hier vor, ne? Oder diese 2 Regale, wenn jetzt hier theoretisch hier oben noch was lang wachsen würde. Aber das fände ich schon sehr urwaldlich, ne? Dass so diese Idee habe ich oder gerade für dieses Nachbar, diese gegenüberliegende Seite. Wenn diese Regale nicht so steril aussehen, sondern dann vielleicht hier an diesem Gitter, an diesem großen oder an diesem Stab hier noch rum wachsen würden. Oh, das wäre wirklich mein Traum für diesen Raum hier. Das würde ich gerne angehen. Aber bloß ich weiß noch nicht so wirklich, welche Pflanzen ich da anmachen soll. Ich will auch nicht irgendwie überall das Gleiche haben, sondern dann halt schon ein bisschen was anderes. Deswegen bin ich so auf der Suche nach so ein bisschen was sehr stark Rankelndes. Hab da aber noch nicht so wirklich geguckt. Oder auch nicht so wirklich, weiß ich auch nicht, was ich damit machen soll. Ich finde diese Pflanze so sehr faszinierend, denn die hat so einen süßen kleinen, die hat so ein bisschen so einen Pflaumen drauf. Deswegen bin ich sehr, oder finde ich sehr cool, dass die Pflanze noch nie irgendwelche Viecher hatte, denn ich glaube, ansprühen darf man die, glaube ich, nicht. Habe ich, glaube ich, gelesen, weil sonst gehen wirklich effektiv die Blätter kaputt. Und das soll dieser Pflaumen soll eigentlich nur schützen, dass da nichts und was drauf landet oder so. Wie gesagt, der erste Farn, den ich überhaupt habe, er läuft gut an. Ich kenne die normalerweise so, dass man die an so einem Holzstamm
anklebt oder festmacht und dann irgendwo an die Wand und dann sprüht man dieses Holzstab, diesen Holzscheiter an, dieses Holzstück. Und ich denke mir dann irgendwie immer, dann tropft das runter oder fängt das an zu schimmeln an. Deswegen habe ich mir da so eine kleine neutralere Version gesucht dazu. Und das funktioniert bis jetzt eigentlich ganz gut. Genau. Das war meine Roomtour. Wie hat es dir denn gefallen? Ja, hast du vielleicht eine gewisse Inspiration bekommen? War vielleicht für dich auch nur eine Pflanze dabei? Oder findest du meine Regale auch so cool, dass du die auch in die Wohnung stellst? Dann kann ich da auch nochmal ein Video zu machen, wenn du möchtest, wie man diese, also nicht das Regal aufbaut, ne, aber genau, generell denkst du, oh, okay, Benny, dir gefällt, diese Pflanze fehlt dir noch unbedingt. Was sagst du denn dazu? Die hast du noch nicht. Dann schreib mir das doch gerne in die Kommentare. Ich bin da für jede Anregung sehr gerne. Ich bin da als Ohr. Wie gesagt, Platz habe ich ja noch. Wenn man das hier alles noch so ein bisschen zusammenrutscht oder ein bisschen aussortiert, dann wird da ja wieder Platz. Oder vielleicht geht mir ja wirklich irgendwann mal eine Anthurie ein. Gucken wir mal. Genau, ansonsten, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wir sehen uns nächsten Sonntag um 10 Uhr wieder. Wuff!